So, herzlich willkommen zu diesem neuen Videoformat. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet, wie ich selbst das Ganze sehen werde. Ja, das heißt, das einmal als großer Test. Schreibt mir gerne eure ehrliche Meinung dazu in die Kommentare. Ich merke gerade einfach für mich persönlich, dass mit diesem ganzen Corona-Thema bei euch einfach sehr viel Verunsicherung stattfindet. Ihr nicht genau wisst, wie soll ich damit umgehen. Und ich glaube, ich merke es bei den Teilnehmern, auch bei euch, die mir auf YouTube oder auch auf Instagram schreiben, einfach, dass es euch gut tun würde. Wenn da auch mal eine andere Seite, sag ich mal, mehr dazu sagen würde. Dementsprechend habe ich mir überlegt, kann man ja auf jeden Fall auf einige Neuigkeiten reagieren, ein bisschen auch meine eigene Meinung sagen und vor allem euch einfach auch wieder ein bisschen mehr Sicherheit mitzugeben, weil ich glaube, das ist das, was gerade ganz, ganz stark fehlt bei den meisten Schülern und wo ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt das Gefühl habe, dass da Politik oder wie auch immer so stark darauf achtet oder sich überhaupt bewusst ist, was für ein großes Problem es eben auch für euch darstellt. Dementsprechend habe ich für heute einfach mal ein sehr aktuelles, sehr relevantes. Hier Wissenschaftler wollen Wiederöffnung der Schulen und vor allem sehr kurzes Video rausgesucht. Ja, weil wie gesagt, das soll einfach erstmal nur ein erstes Video in die Richtung sein, dass wir dann schauen können, ob wir da auch weitere Videos derart machen wollen. Deswegen schreibt mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin jetzt aber vor allem gespannt, was hier jetzt in diesem Video gesagt wird. Ich habe einmal schon ganz grob durchgeskippt, dass ich ungefähr weiß, worum es gehen wird. Ja, aber bevor wir jetzt direkt reinstarten, würde mich natürlich vor allem interessieren, was sind für euch gerade so die größten Belastungen, die größten Schwierigkeiten, die größten Herausforderungen mit der aktuellen Situation? Also kommt ihr am wenigsten damit klar, dass ihr mit den Lehrern nicht richtig kommunizieren könnt, dass ihr nicht genau wisst, okay, wann geht denn die Schule überhaupt los? Geht sie wieder los? Schreibe ich meine Prüfung? Schreibe ich sie nicht? Schreibe ich sie später? Schreibe ich sie nochmal später? Ist es, dass ihr einfach nicht so viele Sachen neben der Schule machen könnt? Was ist, was ihr euch so am meisten belastet? Das würde mich sehr gerne in den Kommentaren interessieren, dass ich euch da eben auch mal ein bisschen mehr unterstützen kann. Ansonsten würde ich sagen, starten wir es rein, dann bin ich sehr, sehr gespannt, was jetzt hier in dem Bericht gesagt wird. Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland, plant eine Lockerung der geltenden Kontaktbeschränkungen. Ja, da bin ich halt gespannt, ne? Ich glaube, es soll jetzt bald irgendwie dann noch was Konkreteres entschieden werden. Aber ich finde dieses ganze Thema super, super schwierig, weil ich glaube, auf der einen Seite würden sich sehr viele freuen, wenn wieder mehr ja, Normalität auch zurückkehren würde. Zum einen natürlich in den normalen Alltag, aber natürlich freue ich auch hinsichtlich der Schule. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Menschen auch sehr klar im Kopf, dass eigentlich die Normalität zum jetzigen Standpunkt so nicht zurückkehren kann. Deswegen super heikles Thema. Ich werde, wenn wir so dieses Format auch weiterführen, sicherlich auch immer mal wieder auch was kritisieren oder Dinge auch ein bisschen in Frage stellen. Trotzdem vorneweg muss ich auch immer sagen, ich habe immer das Gefühl, auf die Politik wird sehr gerne, sehr schnell einfach so eingedroschen, wo ich mir dann immer denke, okay, wenn jemand bessere Lösungen hat, dann sprich, ja, und dann ist ja auch die Umsetzung nochmal die zweite Sache. Dementsprechend habe ich da vorneweg einen riesengroßen Respekt und möchte aktuell wirklich nicht in der Position sein, wo man entscheiden muss, ob man was verändert, ob man was lockert und wenn ja, wie stark. Ministerpräsident Armin Laschet sagte am Sonntag in einer Videoansprache, die Bereitschaft zum Verzicht brauche auch Aussicht auf Normalisierung. Das ist einer der ganz entscheidenden Punkte. Ich finde das sehr wichtig, dass das auch gesagt wird, weil ich glaube, es sind natürlich wichtige Maßnahmen. Man darf halt nur nicht vergessen, wir sind halt alle keine Roboter, ne? Und ich glaube, das war so für euch schon sehr doof, dass Schulen geschlossen worden sind. Es war schon, ist jetzt noch doofer, dass man nicht genau mit Sicherheit planen kann. Aber der Punkt ist der, so also es ist ja schwierig, so einen Zustand dauerhaft aufrecht zu erhalten. Und wenn halt, ich sag mal, so was Schwieriges durchzumachen, ist schon blöd genug, wenn ich aber dann nicht Aussicht darauf habe, dass es irgendwie besser wird, dann ist es natürlich auch aus psychologischer Sicht hochkritisch. Dementsprechend finde ich das auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes Statement. Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den. Aber ich muss sagen, manchmal so Politiker, wenn die so da sitzen und dann so ganz logische, überzeugende Sätze sagen, ich finde, manchmal hat man so das Gefühl, irgendwie da, so dass sie gar nicht selbst wissen, worum es irgendwie geht. Also ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist. Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt. Und das ist halt auch der Punkt, ne? Das macht ja Sinn. Ja, die Frage ist halt immer nur, wie. So, und das ist halt, glaube ich, das ganz, ganz Schwierige in der Politik. In dieser schwierigen Lage versuchen Regierung und Opposition, Bund und Land, so viel wie möglich gemeinsam zu entscheiden. Klar ist, nichts wird, wie es
alles wahr. Deutschland sei bereit. Das Statement, das ist das, was mich in so einer Situation immer am meisten stört. Wenn die Sachen immer so unnötig größer gemacht werden, als sie sind. So, wir brauchen nicht drüber sprechen, dass es gerade eine absolute Sondersituation ist und dass das auch einen größeren Einfluss haben wird als vor ein paar Wochen. Aber der Punkt ist der, es wird irgendwann wieder Normalität einkehren. Selbst wenn das jetzt 1,5 Jahre dauert. Ja, aber zu sagen, es wird nie wieder so sein wie davor, ist einfach schwachsinnig, unnötige Panikmache. Vielleicht habe ich auch Statement gerade falsch verstanden, aber sowas finde ich immer super schade. Bereit, in eine neue Phase des Miteinanders einzutreten. Dies geht nicht mit einem großen Sprung, sondern mit vielen kleinen, vorsichtigen Schritten. Je mehr wir alle Geduld, Disziplin und Gemeinsinn aufbringen, desto leichter gelingt die Rückkehr ins Leben. Kommenden Mittwoch soll unter Leitung von... Das finde ich auch so lustig, wenn wirklich die Polizei durch den Park geht und schauen, halten die auch alle 1,5 Meter im Abstand, wenn die nicht aus dem gleichen Haushalt kommen? Bundeskanzlerin Angela Merkel entschieden werden... Macht er da, ich muss einfach kurz zurückmachen, macht er hier liegen? Kommenden Mittwoch soll unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel entschieden werden, ob die Kontakteinschränkungen gelockert werden können. Naja, genau, das soll ja bald entschieden werden. Merkel hat erklärt, ein wichtiger Anhaltspunkt werde ein Gutachten der Forschergemeinschaft Leopoldina sein. Die Berater empfehlen die rasche Wiederaufnahme des Schulunterrichts. Ja, das ist wahrscheinlich das, was halt hier auf den Titel bezogen ist, ne? Eh nur noch 10 Sekunden in dem Video. Bin gespannt, mit welcher Argumentation jetzt. Die Wiedereröffnung der Bildungseinrichtungen sollte so bald wie irgend möglich erfolgen, und zwar schrittweise und nach Jahrgangsstufen, so die Wissenschaftler in ihrem Bericht. So, das ist auch schon so kritisch, das ist einfach viel zu kurz. Ja, ich meine, das Video ist jetzt, glaube ich, schon zu Ende. Was ist das für eine Aussage? Ja, also es wäre möglichst gut, wenn es halt möglichst schnell passieren würde. Und auch nach Jahrgangsstufen, was da der Effekt? So, ich meine, der Virus ist für junge Menschen ohnehin nicht so gefährlich wie für andere, sofern da keine Vorerkrankungen sind. Aber ich weiß nicht, ob da ist der Unterschied, ob man jetzt, keine Ahnung, 14 oder 17 ist, so groß ist. Wichtig finde ich halt, dass diejenigen, die halt in der Oberstufe sind und speziell diejenigen, die in diesem Jahr ihre Abiturprüfungen schreiben, dass die halt den bestmöglichen Support bekommen, ob das jetzt digital oder offline passiert, sag ich mal, ist ja dann dahingestellt, muss man auf die Situation achten. Aber ansonsten verstehe ich das insofern nicht. Und ich meine, Wiederöffnung der Schulen, dass das passieren soll, klar, es soll am besten Fall alles wieder so wie vorher sein. Ist vollkommen klar, aber die Frage ist halt, ob das umsetzbar ist. Da würde mich jetzt auch einfach vollkommen stark sehr auch einfach eure Meinung interessieren. Ja, das heißt, wie denkt ihr über das Ganze? Sagt ihr, hey, die Schule sollte wieder aufmachen. Wer gehen will, soll gehen. Wer nicht geht, der geht halt nicht. Sollt ihr sagen, nein, es soll auf jeden Fall zubleiben, viel zu heikle Lage. Oder sagt ihr, nein, so schnell wie möglich nach den Ferien wieder Schüler auf, alles normal, ist alles gar nicht so schlimm. Wie ist eure Meinung? Würde mich super interessieren, deswegen schreibt das gerne in die Kommentare und auch was ihr zum ersten Art von Reaction-Video hier sozusagen sagt, ob ihr mehr in die Richtung haben wollt. Ich hätte ehrlich gesagt super Bock drauf, weil ich sehr gerne rede und ich finde das Format eigentlich auch super lustig und natürlich auch für mich sehr entspannt zu produzieren. Ja, das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir auch das in die Kommentare oder zeigt mit einem Daumen nach oben. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine richtig, richtig gute Zeit und hoffe, dass ihr auch mit all den Schwierigkeiten bestmöglich durch diese aktuelle Zeit durchgehen könnt. Deswegen denkt dran, ich glaube an euch, wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Leo.